Ja, Leute, so ist das halt, wenn man nur Instanzen macht. Aber die geben halt auch wesentlich mehr EP als ein paar olle Quests auf dem Levelbereich hier. Das stimmt wohl, ja. Tun sie. Könnten eigentlich nachher auch noch zwei andere Chars anfangen. Was denn für welche? Keine Ahnung. Ich will mal irgendwas anderes sein als Tank. Ja, ich kann ja. Dann könntest du eine Tank-Klasse nehmen. Also irgendeine, die tanken kann. Ein Bär oder ein Pala oder ein DK wohl eher nicht. Weil dann müsste ich auch DK spielen. Richtig. Ich glaube, ich würde dann wieder Monk oder Bär machen. Ich würde nämlich gerne mal irgendeine DD-Klasse nochmal spielen. Ja. Weiß doch noch nicht welche, aber mal gucken dann. Geht ja eh, keine Ahnung. Ruckzuck mit dem Leveln. Das stimmt. Wie lange haben wir auf 54 Euro, was wir sind, gebraucht? Ich glaube 4 Stunden oder so. Ja, und das lockert halt auch an den langen Wartezeiten. Ja. Manchmal. Verkauft jemand billig das Medaillon der Legion? Weil ich sagen muss, nachdenken, ja. Ja. Die Questen geht schneller als Instanzen. Zumindest ab Level 60 oder 70. Good luck, friend. Das kann sein, das weiß ich nicht. Drei Quests, wo wir jetzt 30.000 für kriegen würden, normalerweise. Ja, ich höre schon auf, Leute. Ich beschwere mich nicht. Wir spielen das so, wie es sein sollte. Ich hab's ja sogar vereinfacht schon. Im Level Gear. Naja. Aber irgendwie, ich habe ja schon ein paar Mal so versucht, nochmal so komplett Classic irgendwie zu spielen, aber das ist voll öde. Dauert lange. Keine Ahnung. Braucht man halt nicht, ne? Ja. Weil mittlerweile sowieso eigentlich jeder mit Level Gear rumläuft. Ich kann es ja jetzt einfach für Gold kaufen. Früher war es dann noch ein bisschen aufwendiger. Markenfarmen und sowas, oder was das war. So ganz am Anfang. Kann ich mir jetzt ganz am Anfang war, da musstest du doch diese Gerechtigkeitsabzeichen farmen, oder? Ja, bei den ganzen Posten und was weiß ich wo. Und die hattest du dann noch nur einmal, also. Ja. Kannst du dann nicht unendlich oft machen. Aber man konnte die, glaube ich, rumschicken. Ja, das ging sogar serverweit, also. Nee, serverweit ging das anfangs nicht. Ja, aber später ging es dann halt über ein ganz, also über andere Server, ne? Mittlerweile geht es ja serverweit und fraktionsweit und alles weit. Ist weit. Ja, weil es halt einfach Battle.net ist. Ich meine, sogar an dem zweiten Account, den ich ja jetzt habe, der in meinem Battle.net-Account eingebunden ist, habe ich ja jetzt auch diese Erbstücke. Okay. Also quasi ein komplett frischer Account. Ja, das stimmt. Der dann schon die ganzen Erbstücke hat. Echt krass geworden. Wie einfach das wurde. Krass. Für die Levelphase. Echt krass. Krass, Junge. Ja, gut. Machen wir das mal weg hier. Na komm. Blutet, während er blutet. Arsch. Wie oft wir den Spruch schon gesagt haben im Let's Play. Ja, irgendwie schon, ne? Du bist aber auch nicht Dingens Horst. Oder war das der Praller? Ich glaube, das war Horst. Wer? Der Charge, so komisch sagen. Das war Horst. Der Praller war Ronny. Hört sich ja zu schwul an, der Ronny. Charge hört sich das heilige Licht. Hört sich ja auch schwul an. So, jetzt bitte mal alle den Kofferraum aufmachen. Pussis, Pussis, Pussis. Naja. Das waren noch Zeiten damals. Leben war unbeschwert. Man spielte nach der Schule WoW. Man spielte vor der Schule WoW. Nein, Quatsch. Also, ich weiß ja nicht, ob du das getan hast.
Ich weiß, was ich zeitweise mal getan habe. Ich habe in meiner ersten Ausbildung, ein Arbeitskollege hat da von mir auch WoW gespielt. Und mit dem habe ich dann teilweise zusammengezockt. Wir sind dann in der Mittagspause. Wir hatten gleichzeitig mittags, sind wir, ich zu mir nach Hause, er zu sich nach Hause, und dann haben wir in der Mittagspause zusammen WoW gezockt. Wir hatten ja, GZ, ich auch. GZ. Wir hatten nur so eine Stunde Mittag oder so. Das heißt, im Endeffekt hatten wir effektiv eine halbe Stunde Zeit zum Zocken oder so und haben dann ja einfach in der Mittagspause WoW gezockt. Total unnötig, aber... Da geht mir die Stimme weg. Was kann man denn in einer halben Stunde machen? Main hier oder was? Nö, wir haben, glaube ich, was haben wir gemacht? Wir gequestet haben wir. Das war zu WOTLK-Zeiten, glaube ich. Habe ich mir gedacht, weil da ging ja eh nicht so schnell. 10 Minuten, keine Ahnung. Und dann hat sie eh nie. Das weiß ich nicht. Ist auch lange her, muss man alles wissen. Ich weiß, dass WOTLK so ziemlich meine erfolgreichste WoW-Zeit war. Ja, bei mir war das, was war es bei mir? Keine Ahnung. Cutter, glaube ich. Weil ich da halt echt mit meinem Heiler-Paladin, ja, ich weiß nicht, wie gut ich jetzt wirklich international gesehen war, wahrscheinlich nicht so gut. Aber so auch vom Server gesehen war ich, glaube ich, einer mit der besten Heil-Paladine. Mhm, kann sein, weiß ich nicht. Muss man aber auch dabei sagen, dass Heal-Palas zu dem Zeitpunkt OP waren. Mittlerweile sind sie es ja nicht mehr so, ne? Ja. Leider nicht. Da sind aktuell, glaube ich, Druiden ganz gut. Das kann sein. Druide habe ich zu WOTLK, ne, zu, was war Naxxramas? Doch, war auch WOTLK, ne? Anfang ja, WOTLK war Naxxramas. Ja. Ja, ich meine, müssen ja nicht alle wissen, dass das da war. Die Zuschauer zumindest nicht. Ich glaube, bestimmt welche, die kein WoW gespielt haben damals. Ich glaube, es gibt die wenigsten Leute, die aktiv sich noch irgendwie mit WoW beschäftigen. Ne, Moment, das ist nicht das, was ich sagen wollte. Ich glaube, die wenigsten Leute, die sich aktuell mit WoW beschäftigen, haben keine Ahnung mehr, dass es überhaupt ein altes Naxxramas gab. Ja, glaube ich auch nicht. Aber und vor allem nicht, wie schwer das war. Das weiß ich auch nicht, weil ich so Klassiker habe ich nur einmal bei Golden Core mitgemacht. Nein, aber vom Sagen hören. Das schon. Wobei das ja auch nicht so schwer gewesen sein soll, weil, hab ich gehört. Da soll alles ja nur. Naja, es gibt nur eine Handvoll Gilden, die das geklärt haben. Ja, aber in den Mechaniken dürfte das nicht gelegen haben. Weil eigentlich waren die ja, wenn wir mal ehrlich sind, Schrotten einfach. Ja, aber für damalige Verhältnisse. Ja, gut, du brauchst halt auch 40 Leute, die das auch. Und wenn du es mit heute vergleichst, klar sind die Mechaniken dann einfach, aber früher war halt auch einfach, denke ich mal, das Gameplay noch nicht so, ja, keine Ahnung. Heutzutage ist das vielleicht selbstverständlicher, dass die Bosse mehr und kompliziertere Mechaniken haben. Mhm. Hast du gelootet? Den Boss? Vorhin? Ja, habe ich. Also ich habe zumindest nichts mehr auf der Map zum Abholen da. Gut. Wollte ich ja nur dran nehmen. Wie sagtest du gestern nur beim Let's Play, bist du vergesslich. Verpeilt, genau. Ist wirklich so. Ja. Ist ja auch, man muss halt auch mehr machen, ne? Mehr reden. Vor allem sich drauf konzentrieren, was man redet. Ich will ja keinen Scheiß erzählen. Auch wenn das nicht oft gut funktioniert. Ja, weil ich konzentriere. Versucht es zumindest. Ja, gibt's ja auch. Mit irgendeinem Char habe ich mich letztens eingeloggt, mit meinem Magier, glaube ich. Und da hatte ich noch diesen Beutel in der Tasche. Von dem WoW-Geburtstag. Und da war auch noch diese Marke drin und ich konnte die tatsächlich auch noch benutzen. Obwohl der WoW-Geburtstag abgelaufen war, hatte ich trotzdem noch den EP-Bonus davon. Betrug. Ich glaube, die haben nicht damit gerechnet, dass man das erst dann aufmacht.
Naja, als ich mich dann außen eingeloggt hatte, irgendwann mal war es auch auf einmal weg. Ich denke mal, da wurde dann so eine Abfrage gemacht. Keine Ahnung. Ja, jetzt weißt du Bescheid. Beim nächsten Char nie wieder ausloggen. Geht höchstens eine Woche. Hä? Geht höchstens eine Woche. Weil dann Serverwartungsarbeiten sind. Scheiße, da war ja was. Da war ja leider was. Aha. In der Tat. Ganz einfach. Ich weiß gar nicht, warum der gestern so Probleme hatte. Keine Ahnung. Es gibt hier ein Wappen und einen Hals. Brauche ich. Ein Schild brauche ich nicht. Ein Hals brauche ich nicht. Und jetzt auch wieder einen Eingang porten. Da kann ich auch laufen. Muss ja diesmal nicht auf mich warten, ne? Nee. What brings you here? Muss ich nicht. 100% schon drin. Be careful. Till next we meet. So. 85%. Zu Level 55. GZ. Ich bin dann mal raus aus der Handy, ne? Machen. Wenn ich nicht rausporte, ist alles okay. Bist du jetzt dahin gelaufen? War zu voll, zweimal den Knopf zu drücken, nicht wahr? Nein, ich bin kein Level Up. Ach ja, hier hast du ja den Vorsprung. Nein, ich habe kein Level Up. So. Ich habe gesagt 85% bis Level 5, also. Okay. Du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, ich habe 85% auf Level 54, so. Ich habe 86. Und ich melde dann mal an, sobald du mal wieder draußen bist. Ich bin doch draußen. Achso, wird mir irgendwie gerade komisch angezeigt. Das ist nicht mein Problem. Genauso wie dein Kopfhörerproblem nicht mein Problem ist. Hm. Warum nimmst du den, kannst du nicht? Doch, kann ich. Ich überlege noch gerade was. Gute Frage, wir könnten noch questen, die letzten vier Level. Ja, ich glaube, wenn wir jetzt ins Questen einsteigen, dauert das relativ lange. Ich weiß es nicht. Moment bitte. Ich muss auch mal einen Schluck trinken. Ah, okay. Wir müssen mal kurz eine Aufnahmepause machen. Mhm. Ist gerade was Wichtiges dazwischen gekommen. Okay. Sind aber dann gleich wieder da.